Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn man ein Haus baut, dann wird zuerst die Grundlage errichtet. Später kommen die Mauern dazu, die Fenster, die Wandfarbe und der Boden. Man kümmert sich dann um die Details. Und ähnlich ist es auch bei Klimakonferenzen. Zunächst muss der Grundstein gelegt werden. Und den haben wir auf jeden Fall jetzt in Lima gelegt. Der Grundstein ist da, die Textelemente wurden erstellt, die Grundlage für die weiteren Arbeiten sind. Einige Mitgliedstaaten legen ihre Beiträge im März nächsten Jahres, bis zum März nächsten Jahres vor. Die anderen folgen bis zum Sommer und bis zum Herbst, haben alle ihre Beiträge vorgelegt, die dann von der UN auch veröffentlicht werden. Wir haben konkrete Beispiele auch erarbeitet für die Hintergrundinformationen, die wir auch einfordern werden bei der Vorlage dieser Beiträge. Die Bedeutung des Klimaschutzes vor 2020 wurde hervorgehoben. Für den grünen Klimafonds gab es sogar mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Und die Staatengemeinschaft bekennt sich auch eindeutig zum IPCC-Bericht. Und das haben sogar, diesen Punkt haben sogar die Grünen im Ausschuss gelobt. All das ist natürlich noch kein Durchbruch. Das sagt ja niemand. Aber es sind wichtige Zwischenerfolge auf dem Weg zum Durchbruch, meine Damen und Herren. Es ist ein erster wichtiger Schritt. Der Weg ist aber unzweifelhaft noch steinig und er ist auch noch lang. Und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass auf diesem Grundstock die Mauern, das Dach erarbeitet wird und wir am Ende die verbindlichen Klimaziele für viele in vielen Mitgliedstaaten der Welt haben und auch die Überprüfbarkeit, die mir auch noch zu wenig war, das, was wir jetzt in Lima dazu erreicht haben. Deutschland und Europa hat eine besondere Verantwortung, aber wir nehmen diese besondere Verantwortung auch wahr. Und das ist gut so. Die Bemühungen Deutschlands werden wahrgenommen international, sei es aufgrund der finanziellen Zusagen, wo wir auch noch mal zugelegt haben in Lima, noch mal draufgelegt haben, oder auch aufgrund des Klimaaktionsprogramms. Und ich möchte noch mal sagen, das war ein Erfolg und das ist ein Erfolg, dass wir punktgenau am 3.12. das Klimaaktionsprogramm vorgelegt haben. Und es sind auch Maßnahmen drin, es sind nicht nur Prüfaufträge, Herr Hofreiter. Und ich möchte noch mal wiederholen, wie ich das in der letzten Rede gesagt habe, wir haben geliefert. Und ich habe es damals in der letzten Rede auch schon gesagt, Trittin hat damals die Ziele nicht erreicht, die sich die Grünen auch nochmals gesetzt haben. Aber wir müssen weiter arbeiten. Da sind wir uns ja einig. Wir bekennen uns zu dem nationalen Klimaziel. Wir zeigen, dass wir den Ehrgeiz haben, das Ziel einzuhalten. Und obwohl das vielleicht in manchen Punkten auch wirtschaftlich durchaus unbequem ist, bekennen sich alle Fraktionen hier im Bundestag zu diesem Klimaziel. Und die Regierung, ja, schreitet voran, auch mit dem Klimaaktionsprogramm. Dass wir auch damit unsere Vorreiterrolle bekräftigt haben, zeigt sich daran, dass, Frau Ministerin Hendricks hat es erwähnt, das Aktionsprogramm auch von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon mehrere Male im Plenum, auch dort lobend, erwähnt wurde. Und das zeigt auch eines, nämlich, dass wir es vormachen, Wirtschaftswachstum und Klimaschutz können Hand in Hand gehen. Und das Entscheidende ist doch, nur wenn wir den anderen Staaten dieser Welt, die vielleicht noch nicht so viel machen im Klimaschutz, zeigen, dass eben beides Hand in Hand geht, nur dann können wir doch das Ganze exportieren und auch andere Staaten importieren, dann vielleicht auch die German Energiewende, wie es auch im Englischen heißt. Wenn wir es so machen, wie die Grünen es wollen, dann haben wir vielleicht diesen Einklang zwischen Wirtschaftlichkeit und auch wirtschaftlichen Aspekten und Klimaschutz nicht in diesem Maße, da bin ich mir sicher. Und wir haben beim Emissionshandel schon das Ergebnis, dass China dieses Emissionshandelssystem
das ja auch das marktwirtschaftliche Instrument schlechthin ist im Klimaschutz, importiert und angekündigt hat, ein Emissionshandelssystem landesweit zwischen 2017 und 2020 etablieren wird. Das ist ein wichtiger Erfolg ebenfalls. Und wir müssen weiterarbeiten, dass auch andere Staaten da nachziehen. Entscheidend für den Erfolg in der internationalen Klimapolitik ist die Klimafinanzierung. Wir müssen die Schwellen- und Entwicklungsländer dabei auch finanziell unterstützen, ihre Wirtschaft kohlenstoffarm aufzubauen, energieeffizient aufzubauen. Und Deutschland war das erste Land, das die 750 Millionen Euro für den grünen Klimafonds angekündigt hat. Das waren knapp 10% der 10 Milliarden, die es dann am Ende geworden sind. Und dass es noch mehr wurde und dass es am Ende auch wirklich noch mehr als die 10 Milliarden wurden, das ist auch ein Erfolg Deutschlands, weil wir letztendlich dazu beigetragen haben, weil wir auch hier vorangeschritten sind. Und das kann auch mitentscheidend sein. Wir brauchen diese finanziellen Mittel, um die anderen Staaten, denen es nicht so gut geht, davon zu überzeugen, auch Klimaschutz wirklich umzusetzen, meine Damen und Herren. Bemerkenswert ist dabei auch, dass sich auch Entwicklungsländer beteiligt haben am grünen Klimafonds, Peru, Panama, Kolumbien. Das ist zumindest ein Teildurchbruch, dass die alte Denke, wer verschmutzt, der zahlt, und diese Unterscheidung zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern zumindest teilweise durchgebrochen wurde, auch ein Erfolg in Lima. Ich möchte allerdings zum Abschluss möchte ich allerdings nicht verschweigen. Ich hätte mir mehr gewünscht von anderen Staaten wie China, wie die USA, wie Russland, wie Indien. Wir dürfen nicht vergessen, dass China und die USA mehr als 50% der weltweiten Emissionen ausstoßen. Und die müssen noch viel mehr machen, wenn wir unsere internationalen Klimaziele erreichen wollen, meine Damen und Herren. Ich setze hier auch auf die G7-Präsidentschaft und auch auf den Einsatz Angela Merkels auf internationaler Ebene. Dann können wir es vielleicht auch gemeinsam schaffen, dass wir ein erfolgreiches Paris nächstes Jahr an Weihnachten haben. Ich verbleibe auch mit frohen Weihnachtswünschen und ein gutes neues Jahr, vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2015. Vielen Dank. Die Kollegin Annalena Baerbock ist die nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die